Wir kommen damit zum ersten Vortrag und das wird auch gleich, es wird eigentlich überhaupt nur Höhepunkte geben, aber gleich wieder einer der allerersten Höhepunkte sein. Hier geht es um slawisch-arisches, vedisches Wissen. Wladimir Kurowski ist vedischer Priester, Stammespriester in der 26. Generation, was bedeutet, dass natürlich auch das Wissen und dass die Rolle der Ahnen eine ganz große Rolle spielt, etwas, was wir in unseren Kreisen komplett verdrängt und an die Seite geschoben haben. Und insofern wird dann auch zum Schluss angeknüpft mit einer, in einer Meditation mit euch allen zusammen eine Rückführung stattfinden, wo es dann um die eigene Vergangenheit geht. Und insofern freut euch jetzt auf einen Vortrag, eine Präsentation über ein ganz uraltes, großartiges Wissen, was in Vergessenheit geraten ist und jetzt wieder aufersteht. Wladimir Kurowski, bitte. Добрый день, дорогие друзья. Я рад быть в Германии на этом волшебном конгрессе. Ich begrüße euch, meine liebe Freunde. Ich bin sehr froh, hier in Deutschland zu sein auf diesem wunderbaren und zauberhaften Kongress. Мы уже начали взаимодействовать с волшебством, с энергией Вселенной, уже начали исцеляться. Wir haben bereits angefangen, die spirituelle Energie, die Zauberenergie zu spüren und uns mit dem Universum zu verbinden. И сегодня я хочу вас познакомить с славянской, с арийской традицией целительства энергии жизни, живой. Und heute möchte ich euch näher die slawisch-arische traditionelle Heilkunst beibringen. Мы поговорим с вами о том, как человек может материализовать события, почему он болеет и как он может быть здоровым. Wir werden darüber sprechen, wie ein Mensch in der Lage ist, bestimmte bestimmte Situationen zu simulieren, zu formen und wie er sie verwalten kann. Мы с вами рассмотрим главную вещь, которая поможет каждому из вас стать волшебником. Как вы творите свою жизнь. Und wir werden die Hauptsache uns anschauen, wie jeder selbst sein Zauber, seines eigenes Leben wird, wie er sein Leben verwaltet und formt. И сделаем медитацию, и я надеюсь, что многие из вас смогут увидеть прошлые жизни. Поэтому нас ждет еще прекрасная медитация. Und wir werden eine Meditation machen und ich wünsche euch allen, dass jeder von euch einen Einblick in vergangenes Leben hat und dass es euch gelingt. Итак, дорогие мои, давайте мы вспомним о том, что каждый из нас так или иначе живет в современном социуме. Ich möchte euch darüber erinnern, dass wir eigentlich in einer modernen Welt, in einem modernen Bewusstsein leben. Мы ходим на работу, мы сталкиваемся с теми или иными жизненными трудностями. Wir gehen zur Arbeit. Natürlich haben wir alltägliche Schwierigkeiten, die jeder von euch jeden Tag bewältigen muss. И часто в суете этого бытия мы забываем то, что каждый из нас волшебник. Und in diesem alltäglichen Stress vergessen wir oft, dass wir so gesagt Magier und Zauber sind. Суть нашего волшебства заключается в том, что каждый из нас вбирает в себя энергию космоса. Woran liegt der Zauber? Ganz einfach. Jeder von uns ist in der Lage, die Energie aus dem Universum zu schöpfen. Энергию жизни, энергию природы. Und somit auch die Energie, die Lebensenergie und die Energie der Natur. Когда мы устали, мы омываемся водой и чувствуем себя более радостными. Und wenn wir müde sind, dann gehen wir duschen oder wir reinigen uns mit Wasser und wir fühlen uns wieder froh. Посидев у огня, мы чувствуем себя более очищенными. Und wenn wir neben dem Lagerfeuer sitzen oder Kamin, dann fühlen wir uns vom Feuer gereinigt. Пребывая в горах и смотря на просторы, наша душа радуется, и мы чувствуем, что мы отдыхаем. Und wenn wir in die Berge gehen, dann spüren wir genau, wie unsere Seele sich weitet und sich freut. Но так или иначе, все эти уровни энергии – это тот уровень энергии, изначальной энергии, которая идет из центра мироздания. Aber egal, über welche Energie wir sprechen, alle diese Energien kommen aus einem derselben Zentrum, aus dem universalen Zentrum. Разные народы называют его по-разному. Кто-то называет прана, кто-то называет ци, кто-то называет ки. Unterschiedliche Völker nennen es unterschiedlich. Es ist прана, es ist ки, es ist ци, es ist Lebensenergie. Наши славяно-арийские предки называли ее живой. Und unsere Ahnen, slawisch-arische Ahnen, haben es Jiva genannt. И все мы живые.
Den wir leben alle. Я шучу на семинарах, скажу, поднимите руки, кто из нас не живой. Den ich mache oft den Spaß. Also dazu muss man sagen, dass der Wort "живa" im Russischen Leben bedeutet. Und somit ist es natürlich "живa", жизнь. Мы все живы. Somit sagt er, wer lebt, nimmt die Hände hoch. Durch wen fließt die Energie? Если мы все живы, это уже означает, что мы взаимодействуем с энергией жизни. Und das bedeutet, wenn wir am Leben sind und lebendig sind, das bedeutet, dass wir auch alle mit dieser Energie interkontingieren. И ситуация в том, что современная квантовая физика нам подтверждает то, о чем тысячелетиями назад знали наши предки. Und wir wissen, dass die moderne Quantenphysik heutzutage bestätigt das, was unsere Ahnen von lange schon wussten. Еще в 1926 году Es war 1926. Два ученых, Нильсон и Бор. Zwei Wissenschaftler, der Nielsen und der Bohr. Во время физического эксперимента доказали. Sie haben einen wissenschaftlichen Experiment gemacht und da haben sie es bewiesen. Что свет может проявляться как частичка, как волна. Und sie haben es bewiesen, dass das Licht kann entweder als eine stehende Welle auftreten oder als ein Teilchen. И когда мы говорим об этом, то При одних условиях они получали волну, при других условиях они получали свет, энергию. Das Interessante daran, genau das, was man erwartet. Eine Gruppe hat über die Teilchen gesprochen und hat die Teilchen bekommen und die andere Gruppe hat über die stehende Wellen gesprochen und hat natürlich auch dann die stehende Wellen bekommen. И когда мы говорим об этом, давайте для себя вспомним о том, что все традиции говорят нам о том, что человек имеет дух, душу и тело. Alle Traditionen sagen darüber, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele besteht. Но нам забывают сказать о том, что мы и являемся творцами этого мира. Aber wir sollen es auch nicht vergessen, dass wir genau wir selbst die Schöpfer dieser Welt sind. Этот научный эксперимент подтвердил очень важную истину. Denn dieser wissenschaftliche Experiment hat genau die Wahrheit bestätigt. Что наблюдатель влияет на наблюдаемый объект. Was bedeutet, das hat es bestätigt? Das bedeutet, dass der Beobachter in der Lage ist, die Realität oder das, was er beobachtet, auch zu verändern und zu beeinflussen. Для того, чтобы повторить этот эксперимент, его провели с очень тонкой частичкой алюминия, то есть такая стружечка в нанометрах. Man hatte dieses Experiment wiederholt und man hat ja eine ganz, ganz leichte oder ganz kleine Späne, Aluminiumspäne genommen, die dünner als der Haar ist. Приборы фиксировали, что когда человек смотрит на эту стружку, она начинает вибрировать. Если человек на нее не смотрит, она не вибрирует. Die Geräte haben es gezeigt. Wenn der Mensch seine Aufmerksamkeit auf diese Aluminiumspäne gerichtet hat, dann hat es angefangen zu vibrieren, zu pulsieren. Und wenn die Menschen wieder ihre Aufmerksamkeit von dieser Aluminiumspäne weggenommen haben, dann hat es ja aufgehört zu vibrieren. Таким образом, каждый из нас, излучая из себя энергию, влияет на материальные объекты. Und deswegen, jeder von uns, wenn wir die Energie lernen und somit beeinflussen wir die Objekte im Außenrum. Когда вы на что-то смотрите, вы уже на это влияете. Und wenn ihr etwas anschaut, dann seid ihr bereits beeinflusst ihr dieses Objekt. Ну и первое, на кого вы влияете, это влияете на самих себя. Und natürlich, wer ist als Erste, wenn man beeinflusst? Das ist man sich selbst. Дух, проявляясь через оболочки души. Denn der Geist, der Heilige Geist, der tritt auf über die Seelenwände hinaus. Просвечивая через оболочки. Er leuchtet es durch. Формирует тело. Und er formt ab praktisch unser Körper. Таким образом получается, что мы с вами можем быть здоровыми уже от одного понимания, как правильно использовать энергию. Und das macht uns möglich, schon alleine die Genesung zu erfahren, wenn wir wissen oder in unserem Verständnis wissen, wie man gesund wird. При этом есть два подхода. Es gibt zwei Möglichkeiten. Один материалистический. Einer ist die materielle Ebene. Это когда мы пытаемся использовать медикаменты, мы пытаемся использовать какую-то технику. Das bedeutet, wenn wir irgendwelche technische medizinische Geräte anwenden oder die medizinische Präparate nehmen, Medikamente. И другой подход, когда мы используем свою внутреннюю энергию. Und die andere Variante ist, dass wenn wir mit unserer eigenen inneren Energie auf Genesung arbeiten. Которую мы берем от космоса. Und diese Energie bekommen wir aus dem Kosmos. И когда мы это делаем, мы должны для себя понимать,
что мы и являемся творцами своих болезней, своих жизненных трудностей, ситуаций, проблем. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind auch die eigenen Schöpfer unserer eigenen Schwierigkeiten und unserer eigenen Krankheiten. Ведическая традиция, общая ведическая традиция, славяно-арийская и просто арийская традиция говорит нам о том, что есть у нас энергетические тела нашего тела. In slavisch-arischer Tradition wird auch von den energetischen Körpern gesprochen. Излучая энергию из себя, эта энергия не только формирует наше физическое тело, но и формирует уровни. Ihr müsstet sehen, wenn wir uns selbst studieren, dann wissen wir, dass die Energie nicht nur uns als physischer Körper formt, sie formt auch unsere energetischen Körper. Когда мы говорим о божественной искре, которая выступает основой нашего духа, она выступает основой нашей души. Wenn wir über das göttliche Funken reden, der welches als göttlicher Geist sich offenbart, ist das auch die Grundbasis unserer Seele. Подобно как желток выступает основой яйца. Das ist so ähnlich wie das Eigelb. Im Ei, ja, das Eigelb und das Klare. И мы знаем про то, что у нас есть наша следующая оболочка, эфирное или жарье тело. И вы можете ее увидеть прямо сейчас. Und wir wissen, dass wir auch das nächste Ätherkörper haben. Und wenn man genau guckt, könnte man es sogar sehen. Поставьте руку на темный какой-то фон и рассеянным взглядом посмотрите вокруг пальчика, вы увидите рассеянный свет. Es ist ganz einfach. Wenn ihr eure Hand auf ein dunkleres Hintergrund legt und euren Blick nicht schärft, sondern eher abschärft, und ganz lange drauf guckt, dann werdet ihr die Konturen der Aura sehen. Если смотреть рассеянным взглядом, то вы увидите вокруг пальцев блики, это и есть жарье тело. Und wenn ihr praktisch mit diesem stummen Blick da drauf guckt, dann werdet ihr ja dieses ätherisches, dieses feuriges Körper auch sehen. Дальше у нас идет наше тело, которое связано с нашими эмоциями. Danach kommt das Mentalkörper. И вот тут мы должны говорить о том, что мы являемся с вами душами. Мы не тела, мы божественные существа. Und genau hier reden wir darüber, dass wir die göttliche Seelen sind. Wir sind nicht nur ein Körper, wir sind das göttliche Wesen und die göttliche Seele. Но мы часто злимся, агрессируем, проявляем ненависть и какие-то негармоничные качества, которые не свойственны людям. Und leider Gottes ganz oft geschieht es, dass wir uns aufregen, dass wir rumzicken, dass wir negativ ausfallen. Und ich muss sagen, das sind keine Qualitäten, die dem menschlichen Wesen entsprechen. Ситуация в том, что мы для того, чтобы родиться человеком, для того, чтобы стать человеком, да, мы должны были пройти уровень камня, растения, животного. Ihr müsstet wissen, bevor wir zu Menschen wurden, müssten wir ja erstmal die Etappen, die Ebenen, Evolutionsetappen, sowas wie Stein, Tier durchgehen. Даже доктор медицины не может детально, если он только не остеопат, рассказать, как устроены кости. Потому что даже когда он учился в институте, это было не так легко. Имея биологическое образование, мы так анатомию сдали и забыли. Ну, сдали и помним, но тем не менее, вот детально, как строятся кости, это было нелегко. Das ist dasselbe wie bei den Ärzten. Natürlich gibt es ein Grundwissen bei den Ärzten, aber wenn man einen nicht fachspezialisierten Arzt fragen würde, ob er jeden einzelnen Körperknochen uns erwähnen kann, dann wird das schwierig sein. Meistens sind das muss man lernen oder sich darauf spezialisieren. Но у нас есть автоматическая функция постройки наших костей благодаря прошлым воплощениям. Aber wir haben auch in unserem Körper die automatische Funktion, welche unser Skelettaufbau, den Körperaufbau praktisch darstellt. Ситуация в том, что в нашей оболочке, которая связана с эмоциями, es ist so, in unseren Hüllen, welche mit emotionaler Ebene verbunden ist, mit mentaler Ebene, формируются образы. Und somit können wir ja bestimmte Bildnisse schaffen. И когда мы говорим образы, мы говорим импринты или мы можем говорить самскары. Also wenn wir über die Bildnisse sprechen, wir können das Imprint oder Logos sprechen oder das indische Samskaras. Представьте себе, когда-то были, опять же, фотопленка и сфотографировали, мы имеем кадр. Es ist so ähnlich, als erinnert euch an den alten Fotoapparat, wo man noch den Film hatte, wo man die Negative rausgenommen hat. Das ist so ähnlich wie diese Abdrücke. Ситуация в том, что воплощаясь из воплощения в воплощение, мы передаем вместе с собой, мы имеем эти самскары, эти образы, эти картинки. Und ihr müsstet wissen, mit jeder Verkörperung werden diese Bildnisse, diese Logos weitergegeben. Давайте поймем. Смотрите, вот мы сейчас видим картинку на экране. Wenn wir jetzt uns dieses Bild anschauen,
И есть слайд, и есть источник света, который светит, и благодаря этому мы видим эту картинку. Und wir haben einen Ursprung, eine Quelle, eine Lichtquelle. Und wenn diese Lichtquelle strahlt, dann sind wir in der Lage, praktisch diese Bildnisse zu sehen. Дух каждого человека, он является этим нашим внутренним солнцем, которое светит через эти образы. Der Geist jeden Menschen ist das auch die innere Sonne, die von innen nach außen leuchtet und uns diese Bildnisse offenbart. И таким образом мы с вами материализуем окружающую. Und durch diese Bildnisse, die uns geprägt haben, formen wir unsere Realität und unsere Umgebung. В первую очередь своего тела. Als erstes ist es natürlich der eigene Körper. Дальше свои взаимоотношения. Danach unsere Beziehungen untereinander und miteinander. И те ситуации, в которые мы попадаем. Und natürlich alle Situationen, in die wir kommen. Мы часто думаем, что это от нас не зависит, что виноват муж, жена, правительство или еще кто-то. Ganz oft denken wir, dass wir davon, dass wir damit nichts zu tun haben, dass es entweder unsere Ehefrau oder unser Ehemann schuld oder die Regierung ist schuld. Но на самом деле это не так. Aber ich muss sagen, es ist nicht so. Представьте, что вы едете на машине, а вам забрызгало грязью фары. Stellt ihr euch folgendes Bild an. Ihr fährt ein Auto und vorne wurden eure Scheinwerfer dreckig. Куда бы вы ни повернули, везде будет темное пятно. Und ihr wisst, wenn da ein Fleck auf dem Scheinwerfer ist, egal wo ihr euch jetzt abbiegen würde, würde dieser Fleck mit euch mit abbiegen, ja? Потому что на ваших фарах грязь. Weil unser Scheinwerfer hat praktisch dieses Dreck vorne. И поэтому у нас есть разный подход. Мы можем пойти к умному человеку, который поможет нам снять эти образы и импринты с помощью гипноза. Und deswegen haben wir unterschiedliche Möglichkeiten oder uns stehen unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können uns die Hilfe suchen, wir können zu den Menschen gehen, die mit Hilfe der Hypnose uns helfen, diese Bild von sich von diesen Bildnissen zu befreien. Мы можем использовать какие-то механические приборы, которые помогут нам, скажем, избавиться от этих образов. Wir können natürlich auch die technischen Errungenschaften nutzen, welche uns auch helfen, diese Bildnisse aus unserem Energiekörper zu löschen. Вся эта помощь будет прекрасна. Und natürlich, diese Hilfe ist sehr nützlich. Но на самом деле мы должны сами взять ответственность за те образы и те картинки, которые находятся у нас в наших оболочках, за наши самскары. Aber was mir wichtig ist, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen für jeden einzelnes Bild, welches wir in unserem Energiekörper tragen. И до тех пор, пока мы это не сделаем, мы будем создавать себе трудности. Denn solange wir diese Bilder selbst nicht angeschaut haben und uns von denen nicht befreit haben, machen wir uns selbst Schwierigkeiten Ситуации weiter. Нашей жизни будут повторяться. Und unsere Lebenssituationen, die werden sich wiederholen. И поэтому каждый из вас может вспомнить, что есть какое-то событие или ситуация, которая в вашей жизни повторяется. Und jeder von euch ist ziemlich sicher, kann sich daran erinnern, dass eine bestimmte Situation in eurem Leben immer wiederkehrt. Это так? Stimmt es? Это так. Смотрите дальше. То есть мы можем, как своей машиной, да, куда хочешь ехать, но до тех пор, пока мы грязь с фар не смоем, оно не будет светить светом вперед. Natürlich sind wir wie dieses Auto. Wir können hinfahren, wo wir wollen mit unserem Auto. Aber solange wir unsere Scheinwerfer vorne nicht gesäubert haben, werden wir dieses Fleck in unserer Ebene mitnehmen, egal wohin wir abbiegen. Поэтому школа живы имеет два подхода. Один подход направлен на то, чтобы снять образы, очистить сознание. Und deswegen die Lehre der Jiva, die hat ja zwei praktisch zwei Methoden, wie man wie das macht. Also man reinigt sich mit Jiva energie. И тот человек, который смог очиститься от этих образов и перейти к принятию мира напрямую, называется просветленным. Und genau diese Menschen, die geschafft haben, sich von vergangenen Bildnissen und gegenwärtigen Bildnissen sich zu reinigen, sie aus Energiefeld zu nehmen, das sind genau die Menschen, die wir als erleuchtet nehmen. Это тот человек, который развивает свое колобье тело или буддхическое тело. Genau ist das der Mensch, der auch seine praktisch buddhistischen Körper weiterentwickelt. Можно сказать, что он соединяется, знаете, как компьютер соединяется с интернетом, поэтому он владеет всеми знаниями. Das ist so ähnlich so, als ob wir ein PC sind und ins Internet online gehen. Таким образом, каждый из вас, если он задумается над программным обеспечением своего мозга и очистится от тех образов, которые его ограничивают, сможет стать волшебником. Und deswegen ist es wäre wichtig, dass jeder von euch darüber nachdenkt, welche Programme in eurem Gehirn abspielen. Und wenn wir da anfangen, diese Bildnisse, diese negative oder unnützliche Bildnisse zu säubern und sich davon zu befreien, dann können wir auch die Heilung erfahren.
Но кроме очищения сознания, работа живо подразумевает то, что мастер настраивает человека и расширяет энергоканал. Aber die, zum Beispiel die Weihung in den Jiva, ist es ja so, dass man über den Meister nochmal die Kanäle weitet, man Hilfe bekommt, eingeleitet und praktisch diese Strömung der Jiva empfängt. И благодаря этому человек может пропускать через себя большее количество энергии. Ein Mensch ist in der Lage, viel, viel mehr Energie durch sich durchzulassen, als er tatsächlich tut. Очищаться от этих негативных образов. Und somit können wir uns von diesen negativen Bildnissen reinigen, befreien. Посылая энергию, способствовать регенерации органов. Denn wir können diese Energie dafür nutzen, für die Regenerierung unseres Körpers, für die Verjüngung unseres Körpers. И восстановлению функций. Und natürlich um Wiederherstellung aller lebenswichtigen Funktionen. Еще раз повторюсь, что всего этого можно и нужно, и мы это делаем с помощью приборов и чужого влияния. Und natürlich bis jetzt viele Menschen sind darauf ausgerichtet, dass sie mit fremder Hilfe es tun. Но нужно стремиться к тому, чтобы вы сами могли себе помочь. Und das ist auch wichtig so. Doch bitte strebt danach, dass ihr euch selber helfen könnt. Развивать свою врожденную силу. Es ist wichtig, dass ihr eure angeborene Kraft entwickelt. А теперь представьте себе, что каждый из вас уже владеет энергией, но вы начинаете думать о ком-то плохо. Вы начинаете быть в негативных мыслях о себе или о своей жизни. Например, женщина думает о своем муже, что он плох. И она думает об этом муже, думает и вкладывает в это энергию. Und jetzt stellt ihr mal vor, er nutzt diese Energie, er beherrscht diese Energie, aber es kommen negative Gedanken in euren Kopf. Angenommen, eine Frau ist unzufrieden mit ihrem Mann und sie fängt an, immer wieder darüber nachzugrübeln und immer darum zu denken, dass sie unzufrieden ist. Наши ведические предки еще тысячи лет назад говорили о многомерности бытия. Denn unsere Ahnen haben schon vor langer Zeit gesprochen über die multidimensionale Ebene des Menschen. Многовариантности событий. Und somit über die Vielfalt der Möglichkeiten, welche im Raum stehen. Представьте себе широкую дорогу. Und jetzt stellt ihr mal vor euch einen breiten Weg. На которой много полос. Und auf diesem breiten Weg gibt es viele Fahrspuren. Мы можем ехать по тем полосам, где мы едем медленно, и там дорога может быть как-то похуже. Wir können natürlich uns eine Fahrspur wählen, wo wir langsam fahren können, aber vielleicht ist das keine ebene Straße. Или мы можем ехать по той полосе, где мы можем ехать быстро, и там дорога идеальная. Wir können uns aber auch eine Fahrbahn suchen, wo wir Topspeed fahren können. У каждого из нас есть наш идеальный золотой путь. Denn jeder von uns hat seinen eigenen goldenen Mittelweg. И одновременно плохие дорожки. Und natürlich auch die schlechten Wege, die они uns in die Irre führen. Они так и называются, кривые пути. So nennt man sie auch, die schiefe Wege. Но ситуация еще не в том, что мы имеем мысли. Ситуация в том, что мы еще многократно воплощались, и в том числе и в человеческих телах. Aber es ist nicht nur die Gedanken, die vielleicht in unseren Köpfen sind. Es ist aber auch die immer... Hier spielen noch die Rolle die Verkörperungen, wie oft wir verkörpert wurden und mitgenommen haben. И пребывая в человеческих телах, не всегда мы себя вели праведно. Und in unseren Verkörperungen, als wir die Menschenkörper, andere Menschenkörper besaßen, haben wir uns nicht immer richtig verhalten. Бывало так, что мы забирали то, что нам не принадлежит. Manchmal geschah so, dass wir etwas uns genommen haben, was uns gar nicht gehörte. Возможно, мы предавали. Kann sein, dass wir sogar verraten или haben. Или даже убивали других людей. Oder wir gemordet haben. И как следствие мы получаем еще один уровень образов, который находится в нашем причинном теле, теле кармы. Und genau das formt unser nächsten Körper, unseren kausalen Körper oder unseren karmischen Körper. И мы часто думаем, что это как-то виноват Бог или судьба, или мы думаем, почему так у меня в жизни случаются трудности, я болею или возникают у меня проблемы. Manche schieben das entweder der Gott ist nicht gut genug oder man hat so nun mal so ein Schicksal, man ist unglücklich. Muss man sich damit abfinden, womöglich. Находясь в этом воплощении, мы не помним о том, что было в прошлых воплощениях. Das Problem ist, wenn wir in diese Verkörperungen da, hier sind, viele können sich gar nicht daran erinnern, was davor war, ein Leben davor oder zwei davor. Мы меняем свое, вот подобно тому, как мы меняем одежду, были вчера в одной, сегодня в другой, потом будем в третьей. Точно так же мы не помним, что мы сделали в прошлом. Und genauso ist es wie mit der Kleidung umziehen. Heute haben wir ein Kleid, morgen das andere. Und so ist es mit unseren Verkörperungen. Nur leider Gottes können wir uns nicht erinnern, was im Leben davor war.
Но мы сталкиваемся с последствиями этого. Aber ihr wisst, Ursache und Wirkung, und somit sind wir praktisch damit konfrontiert, was wir selber verursacht haben. Если мы предавали, нас предают. Wenn wir selbst verraten haben, werden wir in diesem Leben selbst auch verraten. Если мы убивали, нас убивают. Wenn wir gemordet haben, dann werden wir auch umgebracht. И, к сожалению, это может быть сторицей. В 100 раз больше. Und ganz oft potenziert sich das Ganze. Поэтому у нас опять есть два выбора. То есть проживать жизнь неосознанно, болеть или страдать, или все-таки осознать и с помощью энергетической практики исцелиться от этого. Und natürlich, jeder Mensch hat eine freie Wahl. Es sind zwei Wege. Entweder wir leben unser Leben unbewusst, haben Krankheiten und sterben irgendwann, oder wir leben unser Leben bewusst, wir arbeiten energetisch, wir entwickeln wir uns geistig und wir heilen uns. Просто помыть фары или говорить, что дорога плохая, темная, покрученная и все кругом плохо. Hier ist dasselbe Beispiel. Entweder wir beschweren wir uns über das Glas der Scheinwerfer, dass es so schlecht ist, oder wir gehen raus und putzen unsere Scheinwerfer. Когда мы сталкиваемся с последствиями наших прошлых жизней, это еще не все. Aber das ist noch nicht alles. Auch wenn wir mit den Ursachen aus den letzten Leben konfrontiert werden, das ist noch nicht alles. Каждый из вас, как душа, пришел в этот мир, и он воплотился в каком-то конкретном роде, в какой-то конкретной семье. Jeder von euch kommt als Seele hier auf der Erde aus und sucht sich eine Familie aus, bevor inkarniert oder bevor sich verkörpert. И поэтому, кроме личной кармы и того, что вы делали в прошлом, есть еще то, что делали те предки, в роду которых вы воплотились. Und somit dazu, zusätzlich zur eigenen Karma, kommt noch die Stammeskarma dazu. Das bedeutet, alles, was die Ahnen vielleicht irgendwann verbockt haben oder was Gutes getan haben, das wird auf unserer Konto gut oder nicht gut geschrieben. Для того, чтобы воплотиться, вы соглашаетесь на то, чтобы помочь этому роду и взять на себя часть этой кармы, которая принадлежит общему роду. Es muss euch bewusst sein, bevor ihr euch verkörpert, gebt ihr eure Einverständnis und Einwilligung für diese Aufgaben, welche ihr für eure Familie, für eure Stammeskarma oder Familienkarma erledigt. И поэтому мы можем говорить о родовых проклятиях, о родовых программах, но это выглядит очень просто. Und ihr habt sicherlich solche Ausdrücke gehört wie Stammesverfluchung oder Familienverfluchung, sowas in der Art. Например, бабушка развелась 30 лет, ее дочка развелась 30 лет, и потом как бы вы развелись 30 лет. Каждый из вас может что-то такое вспомнить, как по роду это идет. Ein Beispiel dafür. Angenommen, Oma hat sich mit 30 scheiden lassen oder ihr Mann verlassen. Ihre Tochter, irgendwann erreicht der Alter, lässt sich auch von ihrem Mann scheiden. Und dann später die Enkelin findet auch kein Glück in ihrem Privatleben. Хорошая новость в том, что у каждого из вас есть сила для того, чтобы это исцелиться. Aber ich habe eine gute Neuigkeit für euch. Jeder von euch besitzt die Kraft, das zu verändern. Хорошая новость в том, что даже прямо сейчас, уже после этого конгресса и того большого количества прекрасных мастеров, которые будут выступать. Und die gute Neuigkeit nach diesem Kongress und nach dieser Vielfalt, so viele gute Menschen, die euch heute ihr Wissen weitergeben und euch was beibringen, mit euch arbeiten. Ну и с моей помощью вы уже что-то измените в своей жизни. Und natürlich werde ich auch euch was geben und wir werden alle ein Stückchen heute verändern. Знаете, я смотрю на вас и я просто вижу сейчас ваши библиотеки. Ich gucke euch und ich sehe eure Bibliotheken wahrhaftig vor meinem Auge. И в ваших библиотеках я просто вижу там много разных книг, разного рода эзотерики. Und ich sehe in euren Bücherregalen viele unterschiedliche Bücher, viele Bücher aus den esoterischen Richtungen. И это часто вас запутывает. Und ich muss sagen, manchmal verwirrt das euch auch alles. Представьте, что вы хотите иметь хорошую машину. Stellt euch vor, ein Beispiel, stellt euch vor, ihr wolltet einen neuen guten Wagen kaufen. И вы берете Mercedes и ставите на него мотор от Volvo. Und ihr nehmt ein Mercedes und baut aber einen Volvo-Motor ein. Ставите на него электронику от Audi. Die Elektronik nehmt ihr den Audi raus und versucht es einzubauen. Прекрасные колеса от Maserati. Und die besten Reifen, Maserati-Reifen noch dazu. Внутреннее оборудование от Toyota. Toyota nehmen wir als Innenausstattung, sagt er. Ich auch nicht. Часть корпуса от Cadillac. Oder zum Beispiel etwas vom Cadillac dazu.
И получается у вас химера, которая никуда не едет. Und ehrlich gesagt, und ihr habt danach ein Punkt, 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 was nirgendwo euch hinbringt, ehrlich gesagt. Но это химера, это то, что находится у вас в голове и называется эзотерические знания. Und ehrlich gesagt, das, dieses Punkt, 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 das ist genau das, was bei euch im Kopf oft stattfindet. И часто мы их не можем у себя в голове сложить. Und oft haben wir Menschen Schwierigkeiten, das alles irgendwie in eine Reihe zu kriegen oder zusammen. Суть той божественной игры, которую мы называем жизнь, заключается в двух главных вещах. Und das ist genau die sogenannte Spiele der Götter, unsere Lebensspiele. Мы постигаем законы мироздания. Es ist so, dass wir die Gesetze, die himmlische oder die kosmische Gesetze dadurch lernen. И все болезни, жизненные трудности, семейные события, там финансовый крах – это всего лишь уроки. Und egal, welche Lebenssituation wir ausgesetzt werden, welche Dramatiken in der Familie, das sind alles Lehrstunden für euch. И до тех пор, пока мы не постигли законы мироздания, мы будем повторять эти уроки, повторять, разбивать лоб и попадать в трудности. Und wir müssen so lange die Schule besuchen, bis wir die universelle Gesetzmäßigkeit nicht verstanden haben. Wir bleiben immer wieder sitzen. А второе, что мы учимся здесь на протяжении нашей жизни. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, was lernen wir hier im Laufe unseres Lebens? Мы увеличиваем количество нашей энергии. Das bedeutet, wir vervielfältigen unsere Energie. Если у нас энергии мало, мы работаем только на себя. Das bedeutet, wenn wir momentan wenig Energie haben, dann arbeiten wir nur für uns selbst. Если у нас больше энергии, мы можем организовать бизнес. Und wenn wir aber mittlerweile mehr Energie umsetzen können, dann fangen wir an, große Projekte zu veranstalten. Если у вас достаточно много энергии, то у вас может быть даже корпорация или может быть вы станете президентом. Und wenn man sehr, sehr viel Energie besitzt, dann könnte sein, dass es zu Bündnissen kommt oder dass man sogar Präsident wird. А если вы действительно духовно работаете над собой, то, возможно, вы станете даже духовным учителем, и тысячи и миллионы людей будут слушать вас. Und die Menschen, die besonders viel geistig an sich arbeiten, das sind unsere geistige Lehrer. Таким образом, успех в жизни зависит от количества энергии, которой мы владеем. Und somit der Erfolg des Lebens hängt davon ab, wie viel Energie wir besitzen. Мы можем этого не осознавать и пытаться как бы впустую, да, знаете, как корабль, но нету ветра, и поэтому мы гребем на веслах. Или все-таки иметь ветер, иметь бензин и плыть к цели. Es ist wichtig, dass es uns bewusst ist. Sonst sind wir mit einem rudenlosen Schiff zu vergleichen oder ein Schiff, der im Windstille steht. Oder wir haben doch die Ruder und Motor und bestimmen selbst die Richtung, wohin wir schwimmen wollen. Таким образом, сейчас мы с вами попробуем постараться разобраться с одной из частью образов. То есть мы попробуем увидеть какие-то кармические наши трудности. Und somit werden wir zum nächsten Teil übergehen. Wir werden versuchen, ein karmisches Bild mal sehen zu dürfen. Сейчас мы будем делать с вами медитацию, мы будем делать медитацию под бубен. Und wir werden eine Meditation in Begleitung von einer Trommel machen. Бубен поможет нам раздвоить наше сознание для того, чтобы мы смогли попробовать увидеть то, что осталось в нас от наших прошлых жизней. Was macht die Trommel? Die Trommel hilft uns, unser Bewusstsein zu schichten, nicht zu teilen, sondern zu schichten. Und diese Bilder der Vergangenheit, die karmische Bilder in diesen Schichten zu sehen. Ощущение или даже просто образ того, что происходило, уже будет нести вам исцеление. Natürlich können nicht alle Bilder sehen, aber wir haben Gefühle, die in uns aufkommen. Und danach können wir auch richten. Пока вы будете использовать свою личную энергию. Und jeder von euch arbeitet mit eurer eigenen Energie. Начнем. Wir beginnen. Вам слышно? Меня слышно? Könnt ihr gut Wladimir hören? Fragt er. Ja oder nein? Gut. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Ist es wichtig, dass ihr euch hinsetzt, so... Плохой тон говорит. Ja, gut. Setzt euch bitte bequem, entspannt euch. Сядьте так, чтобы вам было удобно.
so dass ihr bequem sitzt. И начинаем дышать прямо себе в сердце. Und wir fangen an, direkt in das Herz einzuatmen. Позвольте закрыть глазки. Erlaubt euch, die Augen zuzuschließen. Дыхание спокойное и ровное. Euer Atem ist gleich, ruhig und stabil. Позвольте своему телу вести себя естественно. Und erlaubt eurem Körper ganz natürlich zu sein. Позвольте расслабиться рукам, ногам. Eure Hände entspannen sich langsam, eure Füße entspannen sich auch. И мы переносимся в то место, где вы были счастливы. Und wir begeben uns an einen Ort, wo wir uns glücklich gefühlt haben. Может быть, это было где-то в детстве или на берегу моря. Kann sein, dass es ein Ort aus tiefer Vergangenheit, aus unserer Kindheit ist, oder ist es ein schönes Platz am Meer? В лесу или где-то на поляне. Es könnte sein, dass es ein Wald ist oder eine Wiese. Детство или в юности. Es spielt keine Rolle, ob das aus der Kindheit oder aus den jungen Jahren ist. То, что вы тогда видели. Schaut hin und sieht das, was ihr damals gesehen habt. Почувствуйте то, что вы тогда чувствовали. Spürt das, was ihr damals gespürt habt. Ощутите свое единство со Вселенной. Und spürt eure Einigkeit mit dem Universum. Просто позвольте себе чувствовать энергию Вселенной. Erlaubt euch die Energie des Universums, die kosmische Energie in euch zu spüren. Опускаем свое сознание прямо себе в сердце. Und jetzt gehen wir mit unserem Bewusstsein direkt in unsere Herzebene rein. Изнутри своего сердца посмотрите вверх. Aus dem Inneren euren Herzen schaut jetzt bitte nach oben. Позвольте себе увидеть поток света. Erlaubt euch des Lichtstrahl, die Lichtströmung zu sehen. Солнечный луч, который идет вверх. Und ihr seht die Sonnenstrahl, der direkt nach oben gerichtet ist. И мы начинаем подниматься по этому лучу. Wir fangen an, langsam mit diesem Sonnenstrahl nach oben zu schweben. Мы поднимаемся выше и выше. Wir schweben höher und höher. Слева или справа. Es spielt keine Rolle, von links, von rechts. Медленно или быстро. Langsam oder schnell, nach seinem eigenen Rhythmus. Мы продолжаем подниматься выше и выше. Wir erheben uns höher und höher. Мы идем в солнечное магическое пространство. Und jetzt betreten wir die Sonnenebene, das Sonnenraum. То место, откуда мы сможем путешествовать. Das ist der Platz, der Ort, aus dem wir unsere Reise anfangen. Von hier aus werden wir die vergangene Leben sehen. Мы тут и одновременно там, внутри себя. Wir sind hier und wir sind dort. Wir sind in uns drin und wir sind außerhalb uns. Мы поднимаемся выше и выше. Wir schweben weiter höher und höher. И вот мы входим в бело-золотой туман. Wir schweben höher, so hoch, bis wir in einem gold-weißen Nebel uns wiederfinden. Священного, солнечного, магического пространства. Das ist der heilige Raum der Sonne. И прямо сейчас мы обращаемся к своей душе. Und jetzt richten wir uns an unsere Seele. Мы просим, чтобы она показалась перед нами. Und bitten sie, uns zu offenbaren. В виде образа, в виде силуэта. Möge sie eine Gestalt oder eine Silhouette annehmen. Чтобы мы могли видеть свою кармическую оболочку. So, dass wir unsere karmische Hülle sehen können. И вот мы уже можем видеть свою душу. Wir sehen langsam
die Bildnisse unserer Seele. В виде контуров, силуэта. Mag sein, dass es leichte Konturen sind oder eine Silhouette. Или просто свечение. Oder einfach das Leuchten. И вот мы видим, как этот контур становится все более четким. Wir sehen, wie die Konturen langsam klarer und klarer werden. И прямо сейчас подумайте о тех трудностях, от которых вы хотели бы исцелиться. Und jetzt richtet eure Aufmerksamkeit genau auf das, wovon ihr euch befreien oder heilen wollt. Может быть, это болезнь или проблема взаимоотношений. Mag sein, dass es eine Krankheit ist oder Beziehungsprobleme. Или, может быть, какие-то финансовые трудности. Es könnten auch finanzielle Schwierigkeiten sein.